Hallo, guten Abend. Heute möchte ich euch mal zeigen, warum ich in meinem Garten kein Schneckenkorn verwende, keine Bierfallen aufstelle und auch sonst nichts tue, woran Schnecken grundsätzlich zugrunde gehen. Denn Schnecke ist nicht gleich Schnecke. Und wieso, das zeige ich euch gleich mal. Das dort sind vermutlich die Schnecken, an die jeder als erstes denkt, wenn man an Schneckenfraß im Garten denkt. Und während die früher tatsächlich meine gefräßigsten Gemüsevernichter waren, habe ich deren Anzahl mittlerweile sehr gut dezimiert durch fleißiges Absammeln. Und mittlerweile ist eine andere Schneckenart ein viel größeres Problem, aber dazu später. Die da sind auch fies, sind auch ständig überall und fressen alles ab, aber die sind auch ganz gut in den Griff zu bekommen durch regelmäßiges Absammeln. Und das dort, diese gerade mal 1,5 bis 2 Zentimeter großen Schnecken, das sind genetzte Ackerschnecken und die sind mein persönlicher Albtraum. Wenn ihr erkennt, was sie dort gerade tun, könnt ihr euch auch vorstellen, wieso. Denn die sind gerade mal ein paar Wochen alt und schon geschlechtsreif, sind sie schon am Paaren und die machen nicht eine, nicht zwei, sondern bis zu 3 Generationen im Jahr. Katerchen, du sollst die Katzenminze nicht immer fressen. Und diese dort. Die Regenwürmer, die meinen Gartenboden fruchtbar und gut durchlüftet halten, die würden alle auch an dem Schneckenkorn zugrunde gehen. Deswegen kommt das für mich absolut nicht in Frage. Und diese hier, die Weinbergschnecken, sowohl die klassischen als auch die gefleckten, die mittlerweile aus Frankreich eingewandert sind, die stellen absolut keine Gefahr für Gemüse dar oder für Salate, weil Weinbergschnecken viel lieber abgestorbenes Pflanzenmaterial fressen, Algen und Moos von Baumstämmen raspeln und wirklich nur im Notfall an frisches Grün gehen, wenn sie sonst nichts anderes finden. Schmeckt? War lecker? Oh, jetzt habe ich auch schon Krümel da im Kopf. Mal rühren, hast du recht. Solche Schnörkelschnecken, die stellen eigentlich auch kein Problem dar. Die fressen auch am liebsten abgestorbenes Pflanzenmaterial, wie in dem Fall gerade die Pollen vom Ginkgo. Und die raspeln auch gerne Baumstämme ab, wie die Weinbergschnecken, sitzen gerne an Bäumen oder zum Beispiel auf Rosensträuchern, wo ich mich immer frage, wie sie erfolgreich mit ihrem Panzer um die Stacheln drumherum manövrieren. Das dort ist ein Tigerschnegel. Davon habe ich erfreulicherweise auch sehr viele im Garten. Und auch wenn er auf den ersten Blick aussehen sollte wie eine ganz stinknormale getigerte Nacktschnecke, nein, das ist tatsächlich ein Schnegel, eine besondere Art der Nacktschnecken, die sich vorrangig von abgestorbenem Pflanzenmaterial und, Achtung, den Eigelegen von gefräßigen Nacktschnecken ernährt. Das heißt, er ist tatsächlich als Nützling zu betrachten. Und der kleine Kerl dort hinten, wenn der eine Schnecke fressen würde, die gerade Schneckenkorn aufgenommen hat, dann würde er auch sterben, egal was auf der Packung steht. Igelsicher, ja, weil der Igel das Schneckenkorn nicht frisst. Aber wenn er die Schnecke mit dem Schneckenkorn frisst und das gleiche gilt für Wildvögel, dann gehen sie alle ein. Deswegen kommt mir Schneckenkorn, auch biologisches, absolut nicht in den Garten. Tja, und was ist nun die Lösung? Jahrelang immer wieder absammeln, 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 von Frühling bis Herbst, jeden Abend? Dafür hat doch kein Mensch Zeit und mein Rücken wird auch nicht jünger. Ja, wenn man die Profis fragt, die Naturgartenprofis, die Permakulturgärtner, dann werden sie sagen, ein Gleichgewicht erreichen im Garten. Nützlinge fördern, zum Beispiel durch Hackschnitzelwege wie den, über den ich gerade gelaufen bin. Molche im Teich fressen, Schnecken, Kröten tun das Gleiche. Unter den Hackschnitzeln siedeln sich Laufkäfer an. Die Laufkäfer verspeisen auch Schnecken. Es gibt einige Insekten, die Schnecken parasitieren, wie zum Beispiel Glühwürmchen. Aber ich habe hier seit meiner Kindheit keine Glühwürmchen mehr gesehen. Vermutlich aufgrund der Lichtverschmutzung, die ja immer mehr zunimmt, weil alle Leute denken, ihre Gärten und Häuser rund um die Uhr außen beleuchten zu müssen. Ja, es ist schwierig. Eine wirkliche Patentlösung habe ich auch immer noch nicht parat.
hier in den Ritzen von meiner Trockenmauer. Da hoffe ich, dass sich da eines Tages vielleicht Eidechsen ansammeln. Auch die gehen den Schnecken zu Leibe. Aber auch nach, ja, mittlerweile 3 Jahren, ich bin jetzt im 4. Jahr mit Biogärtnern und Permakultur, ja, habe ich immer noch eine unheimlich große Schneckenlast. Aber ich gebe nicht auf und werde einfach weiter fleißig absammeln, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal weniger wird. Doch manchmal, und da will ich keinen Hehl draus machen, ist es trotzdem sehr frustrierend, wenn man auf biologische Weise mit Absammeln die Schnecken bekämpfen will. Diese durchlöcherten ehemaligen Schönheiten hier waren eigentlich mein Mangold und ich habe gestern bei dem Regenguss 48, glaube ich, Nacktschnecken von seinen Blättern abgerupft und es sitzen auch schon wieder neue drauf.